Trinity, wie neu geboren, so heißt dieser Sonntag. Ich liebe dieses Wort, Quasi-Modo-Geniti. In der frühen Christenheit haben die zu Ostern Neugetauften an diesem Sonntag ihr weißes Taufkleid ausgezogen. Vielleicht heißt der Sonntag deswegen auch Weißer Sonntag. Traditionell wurde an diesem Sonntag auch die Konfirmation gefeiert. Der neue Start ins Glaubensleben. Alles beginnt neu, quasi modo geniti. Am Mittwoch beschlossen die Ministerin der Länder und unsere Bundeskanzlerin über einen langsamen Ausstieg aus dem Lockout. Kleinere Geschäfte dürfen wieder öffnen und für manche Schülerinnen und Schüler beginnt wieder der Unterricht. Für die Kirchen ändert sich erstmal nichts. Darum heute nochmal hier über die Kamera, diesmal in unserem Kirchenratszimmer. Von Mittwoch auf Donnerstag träumte ich, wie ich aus einer vollgefüllten Kirche nach Hause kam. Aber ich befürchte, das wird wohl noch für länger ein Traum bleiben, denn selbst wenn in den nächsten Wochen es wieder möglich wird, Gottesdienste zu feiern, volle Kirchen werden wir für lange Zeit wohl nicht mehr erleben dürfen. Man könnte jetzt mutlos werden, aber unser Predigttext geht in eine andere Richtung. Gott macht müde Menschen wieder munter. So lautet die Aussage unseres heutigen Predigttextes. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Diesmal an der Orgel begleitet uns Jürgen Jüris und Hanna Blomendahl wird mit uns ein paar Lieder aus Lass dich hören singen. Beginnen wir den Gottesdienst mit einem stillen Gebet. Unsere Hilfe und unser Anfang steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Vor Gott. Unser Gott, im Dunkel dieser Tage, die uns das Herz schwer machen, lass uns die Botschaft der Auferstehung hören. Entreiß uns aus allem dunklen Gedanken, aus aller Sorge und aller Angst. Öffne uns den Blick für deine Ewigkeit, damit wir schon in diesem Leben Mut fassen und nicht aufgeben und vor den Problemen resignieren. Lasst die Botschaft von Ostern die ganze Welt ergreifen. Christus, du bist auferstanden
und mit dir leben auch wir. Als Schriftlesung lese ich uns 1. Korinther 1, 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Text lese ich uns Jesaja 40, 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Normal feiern wir Gottesdienst in der Kirche, aber es braucht, liebe Gemeinde, keine Kirche, um Gottes Wort zu hören. Manchmal ist es viel anschaulicher, draußen in Gottes Schöpfung
Gottesdienst zu feiern. Es spricht viel dafür, dass der Prediger der Worte, die wir gerade hörten, sie draußen gesprochen hat. Die Leute standen an einem Abend um ihn herum und dann zeigte er nach oben und sagte: Seht doch nur in die Höhe. Jetzt ist heller Tag, kein Stern ist am Himmel zu sehen, aber ich glaube, ihr könnt euch alle ganz gut vorstellen, wie das ist, nachts nach draußen zu gehen und den Sternenhimmel zu sehen. Das ist schon beeindruckend. Und dann folgen folgende Fragen vom unbekannten Redner, der im Jesaja-Buch aufgenommen wurde. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Aber er wartet gar nicht darauf, dass seine Zuhörenden antworten, sondern er gibt selber die Antwort. Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Bliebe heute so ein Bekenntnis ohne Widerspruch? Sind wir uns da so sicher, dass Gott die Sterne alle mit Namen kennt? So wie wir ja gerade eben gesungen haben, weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet, an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Auf Gott kommen Menschen heute schon lange nicht mehr, unbedingt, wenn sie nachts sich den Sternenhimmel anschauen. Aber auch damals waren nicht alle mit dieser Antwort einverstanden. Schon lange lebten die Menschen in der Fremde, in Babylon. Und da gab es jede Menge anderer Götter, die man verantwortlich sah für Himmel und Erde. So lange war man jetzt in einer fremden Kultur und das färbte natürlich ab. Sollte wirklich unser Gott der Schöpfer Himmels und der Erde sein? Und was noch dazu kam, die Leute sind enttäuscht. Immer wieder wurde ihnen versprochen, bald geht's nach Hause, bald können wir wieder zurückkehren in die Dörfer und Häuser unserer Vorfahren. Das hörten sie immer wieder. Aber es verzögerte sich. Die Menschen warteten und warteten und irgendwann hatten sie einfach keine Lust mehr zu warten. Sie gaben das Warten auf. Jede Menge Frust kam auf. Die Versprechungen konnten und wollten sie nicht mehr hören. Sie sind müde geworden. Natürlich sind das nicht unsere Probleme. Wir leben in einer ganz anderen Welt. Aber das Gefühl, kraftlos und müde zu sein, kennt ihr vielleicht in diesen Tagen auch. Irgendwann nerven einfach die ganzen Auflagen. Abstand halten. Nirgends hinfahren dürfen. Keine Familie und keine Freunde besuchen können. Oder es auch einfach nicht wollen, weil man die eigenen Eltern oder Oma und Opa nicht anstecken möchte. Mittwoch sind zwar einige Lockerungen beschlossen worden, aber wir müssen uns noch auf eine sehr lange Zeit einstellen, bis unser Leben wieder einigermaßen normal verläuft. Einige sprechen davon, dass das durchaus 2 oder 3 Jahre dauern könnte. Vielleicht wird uns diese Krankheit auch immer begleiten. Und das macht irgendwann müde. Der Redner damals schaute in die müden Gesichter seiner Mitbürger. Das hebräische Wort für müde lautet Ayev. Das Wort findet sich aber auch noch im heutigen Ivrit, also in dem modernen Hebräisch, welches in Israel gesprochen wird. Ayev, das wird auf der letzten Silbe, auf dem F betont. Möchte man zum Ausdruck bringen, dass man nicht nur so ein bisschen müde, sondern so richtig müde ist, dann wird dieses F ganz lang gezogen. Ayev. So wie wenn aus einem Fahrradschlauch die Luft entweicht und man keinen Meter mehr weiterkommt.
So müde ist man. Müdigkeit ist ja nicht gleich Müdigkeit. Ich habe von Dienstag auf Mittwoch bei uns im Garten ein ganzes Stück umgegraben. Ich habe Kartoffeln, Lauch, Zwiebeln, Erbsen angepflanzt und auch noch ein paar Obstbäume in den Garten gesetzt. Am Abend war ich so richtig müde. Aber ich war glücklich, denn ich hatte etwas geschafft. Ich hatte diesen Garten verschönert. Wer Marathon läuft, kennt das sicherlich auch. Wenn man dann am Ziel angekommen ist, man ist völlig fertig, aber gleichzeitig auch glücklich, weil man es geschafft hat. All die Arbeit, die man vorher ins Laufen gesteckt hat, hat sich gelohnt. Aber es gibt eben auch eine andere Form von Müdigkeit, eine Art bleiernde Müdigkeit. Dann sitzt man in seinem Sofa und hat einfach nicht die Kraft, um aufzustehen. Mir ist dann alles zu viel. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Als der uns unbekannte Redner damals in die Gesichter seiner Zuhörenden schaute, entdeckte er genau diese Müdigkeit, eine Lebens- und eine Glaubensmüdigkeit. Die Luft ist raus. Nichts geht mehr. Ich glaube, ihr kennt auch dieses Gefühl. Wie kommen wir aus dieser Müdigkeit wieder heraus? Der Redner versucht es auf seine Weise. Erst einmal erinnert er die Zuhörenden an ihre Herkunft. Ihr seid Leute von Israel, Nachkommen Jakobs. In fremder Umgebung verlieren Menschen schnell ihre Identität. Sie vergessen, wer sie sind und woher sie kommen. Wenn ich mutlos bin, dann interessiert mich das alles nicht. Ihr seid Leute von Israel. Israel heißt übersetzt, der mit Gott kämpft. Jakob hatte diesen Ehrentitel damals erhalten, als er mit Menschen und mit Gott kämpfte. Jakob hat nicht aufgegeben und Gott hatte sich zu ihm bekannt. Das ist eure Geschichte, sagt der Redner. Ihr seid Söhne Israels. Vergesst das nicht. Vergesst nicht, woher ihr kommt. Woher kommen wir denn? Nun, in der Taufe ist uns zugesagt worden, wir sind Kinder Gottes. Und bei unserer Konfirmation haben wir bekannt, wir wollen zu Jesus Christus gehören. Das ist unsere Identität. Wir gehören zu Jesus Christus. Gott sagt Ja zu unserem Leben. Und darum können wir gar nicht anders als auch Ja zu unserem Leben sagen. Der Redner schaut immer noch in müde Gesichter. Habt ihr denn nicht gehört, fragt er. Habt ihr nicht begriffen? Nein, sagen die Gesichter der Menschen. Nichts haben wir gehört. Wir begreifen auch nicht, wovon du da redest. Wir haben einfach keine Kraft mehr. Wir glauben dir nicht mehr und wir glauben auch Gott nicht mehr. Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Ajef heißt übersetzt müde, haben wir gerade gehört. Kraft heißt auf Hebräisch Koach. Und wenn man dieses Wort ganz deutlich ausspricht und auch wieder auf der letzten Silbe betont, Koach, ja, dann hört sich das oder hörten die Menschen damals daraus dieses Aufstampfen auf der Erde, dieses Feststehen. Es ist ja immer so, dass wenn wir mit unseren beiden Beinen fest auf der Erde stehen, dann wirkt sich das auch auf unser Inneres aus, auf unsere Gefühle. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich mit beiden Beinen auf der Erde stehe oder wenn ich so locker hin und her wippe. Kraft entsteht aus sicherem Auftreten. So entwickelt sich innere Festigkeit. Selbst junge Leute werden kraftlos,
die Stärksten erlahmen, sagt unser Redner. Also niemand ist vor Müdigkeit geschützt. Jedem und jeder kann es passieren, dass er oder sie aus eigener Kraft nicht mehr hochkommt. Wir können so deprimiert sein, dass wir keinen Ausweg mehr sehen. Aber Gott ist Leben pur. Aus seiner überfließenden Lebendigkeit können wir neu Kraft schöpfen. Der Redner hätte auch sagen können, Leute, stellt euch nicht so an, Kopf hoch, irgendwie wird's schon wieder. Er sieht das richtig. Aus eigener Kraft kommen die Leute nicht wieder auf die Beine. Die Luft ist einfach raus. Nicht Red Bull verschafft Flügel, sondern Gott. Flügel wie bei einem Adler. Dieses Buch ist mir vor einiger Zeit geschenkt worden. Geboren, um zu fliegen. Zwei Niederländer haben es geschrieben. Der Adler kommt an einigen Stellen in der Bibel vor, immer mit einem etwas anderen Akzent. In unserem Bibelabschnitt geht es um die Flügel. Ein Spatz zum Beispiel flattert unermüdlich. Er strampelt sich ganz schön ab. Den ganzen Tag ist er damit beschäftigt, sich und seine Jungen zu füttern. Ständig fliegt, springt, hüpft er herum und sucht nach Essbarem. Ein Adler dagegen verbringt maximal 10-15 Minuten am Tag mit der Jagd. Den Rest des Tages sitzt er herum oder fliegt. Seine Flügel und seine Muskeln, die sind so beschaffen, dass er perfekt die Thermik ausnutzen kann. Die Sonne erwärmt die Erde, Luft über der Erde wird also erhitzt, steigt nach oben und der Adler nutzt diese Thermik und kann sehr hoch und sehr weit fliegen, ohne viel Energie zu verbrauchen. Im Schnitt schlägt ein Adler während einer Stunde Flug 2 Minuten mit seinen Schwingen. Die übrige Zeit nutzt er die Thermik. Er nutzt also vorhandene Kraft und fliegt einfach tausende Kilometer weit in einer Höhe von 5000 bis 7000 Meter. Ja, man hat sogar einen Geier in 10.500 Metern entdeckt. Eine 500.000 Kilometer kann so ein Adler im Laufe seines Lebens fliegen. Wie gesagt, weniger aus der eigenen Kraft wie beim Spatz, indem man ganz viel flattert, sondern aus der geschenkten Kraft der Thermik schafft der Adler diese enorme Leistung. Ganz ruhig fliegt er dahin. Gottes Geist ist so ein Aufwind. Gott schenkt euch Flügel und er schenkt euch auch den nötigen Aufwind. Und wenn der Aufwind einmal ausbleibt, wird der Adler nicht hektisch. Er lässt sich einfach fallen und sucht nach Luft, wo er wieder aufsteigen kann. So ist Gott, sagt der Redner. Gott verleiht Flügel. Gott macht müde Menschen munter. Hatte der unbekannte Redner Erfolg mit seiner Mutmachpredigt? In der Bibel lesen wir nicht dazu. Hat meine Predigt euch Mut gemacht? Ich weiß es ja nicht, ich kann ja nicht mal in eure Gesichter sehen. Gottes Wort ist eine Kraftquelle für den Alltag. Wie der Redner damals wollte ich euch heute mit der Predigt Mut machen, indem ich auf Gott verweise. Gott schafft Flügel. Gott gibt uns nicht auf, auch nicht in dieser Krise. Bleibt mutig. Gott schenke euch neue Kraft. Sei keimender Same, sei sicherer.
Kommen wir noch einmal im Gebet vor Gott. Du Quelle des Lebens, so wie das Grün aus der Erde bricht, möchten wir im Glauben wachsen. Wie sich Blumen der Sonne öffnen, so möchten wir blühen in der Liebe zu dir. So wie die Bäume Früchte tragen, möchten wir andere nähren mit Hoffnung. Gott, weck uns zu einem Leben in Fülle, um dich zu loben mit allen Geschöpfen. Wo wir in diesen Tagen müde werden, die Nachrichten über die Pandemie einfach nicht mehr hören mögen und wir den Mut verlieren, da gib du uns wieder neu Kraft. Wir danken dir für alle Menschen in den pflegenden Berufen. Wir danken dir für alle, die sich in diesen Tagen einsetzen für andere. Wir danken dir für jedes freundliche Lächeln, für jedes ermutigende Wort, für die kleinen Gesten, die trotz sozialer Distanzierung möglich sind. Wir bitten dich für alle Kranken, für alle, die um die Gesundheit ihrer Angehörigen bangen. Alle Trauernden legen wir dir ans Herz, alle, die in diesen Tagen Abschied nehmen mussten von einem Menschen, der zu ihrem Leben gehörte. In einem Augenblick der Stille kommen wir jetzt mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, zu dir. Gemeinsam kommen wir mit dem Wort, das du, Jesus, uns gelehrt hast, mit dem Gebet zu dir und beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 455 Euro sind in den letzten Wochen eingegangen. Und zwar sind die Beträge überwiesen worden. Und damit auch ihr die Möglichkeit habt, für eine Kollekte etwas zu geben, hier noch einmal die IBAN-Nummer. Ihr könnt natürlich auch gerne auf unsere Homepage gehen, www.altreformiert-oelsen.de. Einfach runterscrollen und dann findet ihr unten auch die Kontodaten. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist für den Verein Kinderkrippe Gänseblümchen e.V. bestimmt. Der Verein setzt sich für das Recht von geborenen und noch nicht geborenen Leben ein. Mit dieser Kinderkrippe möchte der Verein unter anderem Frauen und Familien, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden, dabei helfen, sich für das Kind zu entscheiden, und bietet dafür konkrete Hilfe bei der Betreuung, Versorgung und Bildung des Kindes an. Kommenden Sonntag wird es einen gemeinsamen Gottesdienst mit der reformierten Gemeinde hier vor Ort geben. Pastor Bodo Harms hält dann die Predigt. Darauf aufmerksam machen möchte ich, dass am Donnerstag unser Gemeindebrief herauskommt und dann auch der aktuelle Grenzbote und der Grenzbote vom letzten Monat zu lesen ist. Thank you.
Segen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.